Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu WoW Classic The Burning Crusade. So, wir kümmern uns jetzt mal um die sterblichen Überreste von Nissa Agamant, beziehungsweise wir sorgen erstmal dafür, dass sie sterbliche Überreste sind. Und ich hoffe, das klappt jetzt ein bisschen besser. Ja, die sind schon ganz schön... Also die scheint hier schon irgendwie doch so den ein oder anderen Beschützer in Form von Magiern und Wachen und so. Oh Gott. Okay. Die scheint aber wirklich in dem... Oh, sie gibt 875... Nee, die ganze Quest gibt es. Ja... Wenn ich den... Das ist halt das Problem. Ich muss die Magier aus dem Weg räumen. Aber wenn ich die Magier mache, kommt der... Boah, kommt der zweite auch noch gleich damit an. Hallo, warum kann ich das gerade nicht? Ich möchte das und ich möchte das einmal. Okay. Boah, einmal Gedankenschlag durchkommen wäre schon schön. Ist das Nissa? Nee. Das ist nur eine verirrte Seele. Schade. Hau mal drauf. Oh Gott. Nein, nicht die nächste. Nicht die auch noch. Nicht die auch noch. Ey, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die kommt jetzt auch noch. Die kommt jetzt auch noch. Oh Gott. Ey. Gucken, dass ich jetzt nur irgendwo sterbe, wo ich... Ja, nee, ist klar. Wieso kam die auch noch an? Meine Herni. Fängt ja schon wieder super an. Und wir müssen vom Brill laufen. Warum ist der Weg immer so weit? Ja, ne? Ich hoffe, ihr kann ja das, kann ich das auch wirklich ein bisschen abkürzen. Ich sag mal, das Problem, dass man ja als Geist genauso wenig irgendwo durchkommt wie als Lebender, wenn das Spiel einen nicht will, nicht lässt. Bisschen schade. Also ich meine, es ist nicht so ganz sinnvoll, finde ich. Ne? Ein Geist, der zu seiner, der zur Leiche zurücklaufen muss, ist ja, ne, also wenn man da so hinschweben könnte, wäre das schon besser. Und wenn man dann auch ignorieren könnte, ob irgendwo, wann irgendwo durchkommt oder nicht. Der eine Magier war ja jetzt down. Ist die Frage, ob der gleich schon wieder respawnt ist. Vielleicht muss ich das von der anderen Seite aufziehen, dass ich hier die verirrte Seele aus dem Weg hole und. Hier bin ich gestorben. Ich weiß auch nicht. Ich erhöhe mal das. Quatsch. Die patrouilliert halt hier so einmal komplett rum, ne? Kann mir ja auch nicht immer dran denken. An alles. An alle Patrouillen. Also, wie soll man die alle im Auge behalten? Das ist schier unmöglich. So. Ich pull den jetzt mal. Und dann ziehe ich den mal hier rüber. Ja, vielleicht nicht unbedingt hinter einen Baum. Ah, ziehen muss ich vor euch befinden. Toll, ich bin... Ich wollte so, dass der Magier mich jetzt nicht erwischt sofort. Klar, nee, der durch das Haus. Der zielt jetzt wirklich durch das Haus auf mich. Ach, und hier ist noch ein Magier. Ja, der ist natürlich jetzt auch wieder respawned. Ist klar, ist klar. Ich verstehe, ich verstehe. Ich will aber wissen... Da ist Nissa. Vielleicht kann ich das irgendwie schaffen, dass ich...
Schade, ich wollte. Ich bin hängen geblieben. Aber vielleicht kann ich das. Ja, es. Vielleicht funktioniert das jetzt, wo ich im Haus bin, besser. Ich war das auch die blödeste Idee ever. Gut. Auf jeden Fall hat das mit der erhöhten Rüstung jetzt mal gar nichts gebracht. Das war gut, die Rüstung wird auch nur mit um 50 erhöht. Das hört sich jetzt viel an, aber pff, ich weiß es nicht. Ob das jetzt tatsächlich so viel ist, dass das Sinn macht. Bin ich jetzt falsch? Komme ich jetzt hier nicht durch? Möglich ist es. Ach, großartig. Ja, genau. Ich bin natürlich jetzt genau, wie ich es befürchtet habe, einmal so gelaufen, wie ich es, dass ich da nicht weiterkomme. Nein, da komme ich nicht weiter. Aber hier. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht ist es eine gute Idee gewesen, in das Haus reinzugehen. Vielleicht ist es auch eine ganz, 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 ganz ausgesprochen schlechte Idee gewesen. Die Frage ist, der Magier, der im Haus ist, da war ja noch einer da geradeaus durch. Wenn ich den, ob ich den ziehe, wenn ich, ich muss mal gucken, wo ich gleich respawne, ob ich das, ob ich gleich so ein bisschen die Treppe raufgehen kann. Und dann ist die Frage, ob ich den Magier aus dem Weg räumen kann, ohne dass Nissa das mitbekommt. Eieiei. Ja gut, es ist eine Level 11 Quest. Ich weiß. Aber ich denke mir dann auch immer, ich bin Level 11. Ich sollte das schaffen. So, gucken wir mal. Weil hier draußen, da ist da ein Magier. Da die Wache, da ist ein Magier. Hier ist ein Magier, hier ist ein Magier. Oh, wo ist die denn? Ich will jetzt einmal ausspionieren. Der Magier ist da. Ist die jetzt oben? Guck mal, die ist hier oben. Und hier ist auch noch ein Magier. Kriege ich das hin? Ohne direkt den Magier zu pullen, das ist die Frage. Und dann nehme ich den Trollbluttrank, glaube ich. Ich meine, alle 5 Sekunden 2 Gesundheit regenerieren, das ist... Naja. Scheinbar trotzdem besser. Kann ich ihn von hier ziehen, nicht in Sichtfeld. Kommt der? Er kommt. Kommt Nissa? Nein. Also mit etwas Glück. Bin ich jetzt nicht. Oh, oh, oh. Jetzt patrouilliert sie. Warum patrouilliert sie? Komm, bitte lass den Zauber einmal durchgehen. So, und dann kann ich den mit dem und dann kann ich die mit dem und das. Kann der nicht mal umfallen? Boah, der Level-Up hat mich gerettet. Der Level-Up hat mich gerettet. Eieiei. Aber die ist auch ziemlich, ich glaube, die war mit am schwierigsten von den Agamans auch immer. Ich da... Ich finde es auch schön, dass sie so schleimiges Ektoplasma als Überreste hat. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Eine Kiste? Nein, natürlich nicht. Wieso sollte hier noch eine Kiste als Belohnung sein? Hm? Ich bin jetzt eine feige Socke. Ich porte zurück. Aber wir haben immer noch
bis hier geht noch der Bonus. Ich finde es total cool. So, dann gehen wir das mal ab hier. Die Todesfälle in der Familie. Was ist? Habt ihr die sterblichen Überreste der Aggermans? Sind diese verfluchten Bestien endlich vernichtet? Ja, hier sind die Überreste. Rache hat einen süßen Geschmack, findet ihr nicht? Als ihr die Aggermans vernichtet habt, habt ihr da irgendeinen Hinweis auf einen freien Willen in ihnen bemerkt? Ich hoffe es. Ich hoffe, sie hatten Angst, bevor sie in der Vergessenheit zerschlagen wurden. Das ist eine närrische Hoffnung, ich weiß, aber es ist dennoch eine Hoffnung, die ich hege. Okay. Ah, ihr habt mir die Überreste der Aggermans gegeben und meinen Rachedurst gestillt, aber Aggermans Mühlen sind eine Bedrohung für alle Verlassenen, nicht nur für mich. Ich habe mit Magistrat Severin über eure Heldentaten gegen die Aggermans geredet und er wünscht, mit euch zu sprechen. Na. Die dunkle Fürstin schütze euch. So, und das ist nämlich Yvette Heller. Ich bin ganz. Ja, ich habe ja einen Brief für eine gewisse Yvette Heller. Oh, mein armer Turmann, ich habe ihn angefleht, Aggermans Mühlen mit mir und meinem Vater zu verlassen, aber seine Familienbande waren zu stark und ich habe es genau gewusst. Ich wusste einfach, dass Brand ihm Böses wollte. Oh, verflucht seien diese Seuche und die Geißel. Yvettes Gesicht glättet sich und wird dann kalt. Aber Selbstvorwürfe sind etwas für die Schwachen. Als eine Verlassene habe ich... Kann ich mehr lesen. Nochmal. Als eine Verlassene habe ich neue Ziele und Liebe ist keines davon. Ich danke euch, dass ihr diesen Brief überbracht habt, denn ich hatte mich schon gefragt, was mit meiner alten Liebe geschehen war. Doch dieses Leben ist vorüber. Auf ewig. Die dunkle Fürstin schütze euch. Ich habe mich vollkommen verhaspelt gehabt gerade. Da. Nee, Hexenmeisterlehrer, da wollte ich jetzt gerade einfach mal so hin, gewohnterweise. Hier war der Priesterlehrer. Was jetzt? Okay, inneres Feuer, Machtfortschritt. Oh ja, wir können ganz viel lernen. Immer unter der Voraussetzung, wir haben genug Geld. Es kommt aber kein Schattenzauber dazu. Der kommt erst mit Rang 14. Von daher sollte es reichen. Inneres Feuer ist ganz praktisch. Damit kann man sich auch noch mal ein bisschen besser schützen. Das muss man einfach sagen. Wir sind so dermaßen squishy. Also, ich bin erstaunt, dass ich überhaupt so weit gekommen bin bisher, muss ich sagen. Es ist, was ist? So, ich möchte ein wenig und so weiter. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Ich verkaufe einfach mal alles bei ihr gerade. Die nimmt ja auch alles. Und dann kaufe ich ganz viel Milch. Ich glaube, ich hatte letztes Mal schon Milch geholt, ne? Hatte ich schon. Sucht nicht den Tod. Und ich koche mal ein bisschen. Machen wir mal das. Ich esse nicht wahnsinnig viel, aber ich meine, ne? Besser als nichts. Und die Kochkunst schreitet wenigstens so ein bisschen voran. So, dann haben wir außerdem noch hier... Leinenverbände. Achso, ich muss mal gucken. Kann ich da nicht schon schweren Leinenverband lernen? Guck mal, Schwester Nila. Was jetzt? Ach, ich brauche Erste Hilfe 40. Okay, dann erstell mal bitte. Dass ich das auf 40 komme mit. Hallo? Ich möchte bitte auf 40 kommen. Mami, nicht schwach. Ach, das ist nicht wahr, ne? Ich kann jetzt ernsthaft das nicht... Ah, jetzt. Okay, stopp. Ich habe Erste Hilfe 40. Fürchtet die ich muss sie nochmal neu ansprechen. Ich habe nicht ewig Zeit. Da. So. Wunderbar. Sieg für Silvanas. Dann können wir nämlich den schweren erstellen. Der braucht zwar doppelt so viel Leinen, aber das ist ja dann erstmal kaputt. Der untote Magier ist AFK. Wenn ich ihm jetzt Machtwort Seelenstärke gebe, weiß ich nicht, wie viel er davon hat, aber gut. Mache ich dann gleich mal. Ich bin ja nett. Ich kann ja als Priesterin kann ich ja wenigstens buffen. Ich finde es immer so schade, dass ich als Hexenmeister falsch angeklickt. Schön, dass sie jetzt gebufft ist. Ich finde es immer sehr schade, als Hexenmeister niemanden buffen zu können. So, dann sprechen wir jetzt nochmal mit dem Magistrat.
Das ist ja nicht schlecht. Immerhin Level 12. Also, mal gucken, was er jetzt von uns will. Ich erinnere mich da nicht mehr so ganz dran an alles, muss ich gestehen hier. Hallo. Coleman erzählt mir Gutes über euch, Unimandra, wenn er von euren erfolgreichen Vorstößen in Aggermanns Mühlen spricht. Die Verlassen brauchen eure Taten erneut. Die Gegend um Aggermanns Mühlen hat sich zu einem Außenposten der Geißel entwickelt. Am stärksten sind sie in der Gruft der Familie Aggermann, wo ihr örtlicher militärischer Anführer, ein Skelett namens Hauptmann Dargol, sein Hauptquartier hat. Er hat die Vorfahren der Aggermanns durch Nekromantie wiedererweckt und hat vor, sie gegen uns einzusetzen. Dies darf nicht geschehen und ihr müsst es verhindern. Reist zur Gruft der Familie Aggermann und besiegt die erweckten Vorfahren der Aggermanns und bringt mir den Schädel von Hauptmann Dargol. Okay, 8 Klagen. Es gibt einen guck mal, das ist ungefähr so. Ja, das ist ungefähr so. Denk dran, Geduld. Ist allerdings keine Gruppenquest. Aber das ist ungefähr so wie das Äquivalent an Stab, glaube ich, was man bei Hogger kriegt. Ich meine. Reitlehrerin, was kostet das nochmal? Ich habe nicht ewig Zeit. 31,50. Und das ist nur normales Reiten. Boah. Das dauert noch. Das dauert noch. Wir können aber hier mal was lernen. Dann können wir das besser alles. Ne? Und hier können wir hier was lernen. Alchemie 50. Wo sind wir? Bei 33. Na gut. Oh, ich habe relativ viele Erdwurzeln gesammelt. Ich mache mal 4 davon. Und dann noch einen Heiltrank. Und dann müsste ich eigentlich... Ich weiß nicht, ab wann kann man denn... Mit 40, okay. Müsste ich ja... Das ist, glaube ich, der, wo ich Dinge brauche, die ich nicht habe. Mal 6 Heiltränke. Beziehungsweise. Punktlandung. Die dunkle Fürstin schütze so, euch. Was brauchen wir denn dafür? Den finde ich nämlich deutlich besser. Ach so, wegen Mana brauchen wir Magus Königskraut natürlich. Ja, ich verstehe. Aber Friedensblume. Also den finde ich ziemlich gut eigentlich. Also diese Verjüngungstränke finde ich ziemlich gut. Oh, schwache Seelenstärke erhöht maximale Gesundheit. Ist natürlich auch wieder ein Wächter. Geringer Heiltrank ist schon mit 55. Sind wir gar nicht mehr so weit von weg. Also wir sind bald, also noch ein bisschen Kräuter sammeln. Dann, Vorsicht, Feinde im Übermaß. Ja, passt schon. Hier. Ach so, ich wollte den Kram verkaufen. Die Verbände, die stelle ich her, aber ich benutze sie gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich bin von den Verlassenen. Weg. Das kommt da rein. Den tun wir auch mal da rein. Und das tun wir hier hin. Und kaufen noch mal milde Gewürze. So. Kann man eigentlich... Kann man. Nee, mindestens 5 muss ich kaufen. Na gut. Kann ich das nicht stacken? Doch. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn er mich jetzt, also, ne? Mach mich nicht schwach. Ach, ich kann das nicht. Man kann es nicht stacken. Es sind immer 5. Ach, so ein Mist. Das vergesse ich immer. Ich erstelle aber 1 hiervon, dann habe ich die Filiole nicht mehr. Okay. So. Gucken wir uns das mal an. Oh Mann. Das war da oben. Ja, man sieht hier so ein bisschen, was wir so alles noch tun müssen. Also die Spinnen sind hier. Es gibt jetzt auch eine... Ja, spendet Wolle, das geht aber noch nicht. Kann ja auch mal gucken. Also wir sind hier in diesem...
Ja, hier gibt es ganz viele, ganz, ganz viele Quests in unserem Levelbereich, weil das halt das Startgebiet der Blutelfen ist. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich wechsle jetzt ins Startgebiet der Blutelfen in den Immersankwald und mache da nochmal so ein paar von den Quests, die vielleicht irgendwie ganz interessant sind, aber weiß ich nicht. Also ich versuche generell ein bisschen mich von den Quests her in den Gebieten aufzuhalten, in denen es Sinn macht. Ach so, ich muss mal eben kurz gucken. Habe ich das schon ausgetauscht? Nein, noch nicht. Das werde ich auch ehrlich gesagt jetzt komplett austauschen. Das möchte ich nicht. Da möchte ich jetzt nicht die geringere Variante auch noch hier unten drin haben. So, und inneres Feuer. Ja. Ich könnte natürlich sagen, ich nehme jetzt... Ach Gott, ich habe Schattenwort Schmerz 50 schon. Ich habe die ganze Zeit immer nur das 25er. Doof. Okay, das mit dem Verblassen packe ich mal darüber. Die Auferstehung, das benutzt man bei anderen Spielern. Das ist ein Spontanzauber, den packen wir dahin. Ja, müssen wir mal gucken. Auf Dauer muss ich das hier anders sortieren. Das finde ich echt gut. Hier wird immer nur die Chance erhöht. Ja, 2%, 4%. Das hat jetzt aber ein paar Mal tatsächlich geklappt. Und zwar mit Schattenwortschmerz. Schattenwortschmerz. Ja, ich nehme jetzt das erstmal. Gucken, wann haben wir denn... Das Verbesserte kriegen wir bei 5 Punkten. Oh, das ist auch gut, die Schattenzauberbedrohung zu senken. Gedankenschinnen, yes. Bei 10 Punkten. Das dauert noch ein bisschen. Das ist sehr schön. Psychischer Schrei kommt ja dann auch irgendwann. Ja, wir werden noch ein bisschen brauchen bis dahin. Ich muss noch mal gucken, bei Disziplin gibt es auch so ein paar Dinge. Also ich finde zum Beispiel das hier ziemlich gut. Und wenn wir irgendwie einen Zauberstab kriegen, mit dem ich dann was reißen kann, ist dann das auch nicht schlecht, dieses Talent. Wir haben noch bis hier den Erfahrungspunkte-Bonus. Ich finde das super. Ich finde das echt super. Der gute Hamlin Atkins. So. Ich überlege... das Sinn macht oder ob ich mir die Spinnen vornehme erstmal. Ich weiß, Krieg mit dem Scharlachroten Kreuzzug und so ist auch noch. Und ich wollte ja auch eigentlich erstmal das hier fertig machen, aber das ist schon Level 13. Vielleicht sollte ich erstmal die beiden Sachen jetzt machen. Muss ich doch in die andere Richtung laufen. Sorry. Ja, es fiel mir gerade auf, dass die Quests dann doch ein bisschen hochlevelig sind. Aber wir haben jetzt tatsächlich nur 3 aktive Quests. Ich finde das super, ein so aufgeräumtes Questlog. Das ist bei mir sehr selten. So, und ich werde mal gucken, dass ich ein paar Fledermäuse platt mache. Einfach, weil ich die Flügel will. Die fleischigen, hoffentlich. Ich werde das mal anwerfen, das innere Feuer. Das ist also echt praktisch. Man sieht natürlich, wie das hier runter tickt. Aber solange ich keinen Schaden nehme, hält das halt einfach 10 Minuten und erhöht halt wirklich die Rüstung. Und das ist eine sehr praktische Sache, finde ich. Damit kann man arbeiten, sag ich mal.
Und schon wieder umgefallen. Ja, flaschige Fledermausflügel. Yes. Da ist das Bollwerk. Beziehungsweise, es ist nicht direkt das Bollwerk, aber... Also das Bollwerk ist eigentlich... wo ist es denn? Hier, wo es in die Pestländer geht. Ja. Ich glaube, man müsste tatsächlich mal den Weg zum Kloster hochlaufen. Ich muss ja auch das Gebiet noch aufdecken. Den Hauptmann muss ich hier unten machen, das ist klar. Aber das Gebiet würde ich auch noch gerne aufdecken. Ich glaube, das mache ich aber beim nächsten Mal. Komm schnell zur Sache. Du hattest den Angel. Tschüss. Hallo? Ja? Warum buffst du mich nicht? Buff mich doch mal hier mit sowas wie... So einen schicken Paladin-Buff. Ja. So, ich guck mal gerade, weil da ist ja eine Feuerstelle. Da müsste ich kochen können. Das ist nämlich... möchte jetzt gucken, dass ich immer... Ja, schade. Dass ich immer genug Buff-Food dabei habe, damit ich... hier keine so großen Probleme mit dem Essen und allem hab und die Vorteile eben nutzen kann. Hatte ich jetzt einen fleischigen? Ich hatte einen. Nehmen wir mal den einen. Besser als gar keiner. Dann stelle ich mich hier ans Feuer und bei dir verkaufe ich jetzt mal eben das. Vertraut niemandem. Mit dem Kochen, hat mein Hund gehört. Die meldet sich, sie möchte auch was essen. Das ist ein guter Grund, diese Folge zu beenden. Und ich habe mir ein bisschen Buff-Food gemacht, ist ja auch nett. Dann können wir uns hier hinsetzen. Ins Feuer, nicht ins Feuer, knapp davor. Und dann verabschiede ich mich für heute. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.